بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وتقى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine geehrten Geschwister. Wir wollen heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und in der letzten Woche hatten wir uns ausführlich zum zweiten Mal mit der Schlacht von Tabuk beschäftigt gehabt. Und wir haben aufgezeigt gehabt, was geschehen war auf dem Weg nach Tabuk, was vor Ort geschehen ist in Tabuk und was auch geschehen ist, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zurückgekehrt war. Wir haben die Geschichte der drei ausführlich geschildert, welche ohne Entschuldigung zurückgeblieben sind, aber aufrichtig gewesen waren. Und zwar die Geschichte von Ka'b ibn Malik und von Hilal ibn Umayyah und von Marara ibn Rabi'. Und wir haben eine ganz wichtige Lehre, essentielle Lehre daraus gezogen, nämlich, dass der einzige Ausweg immer nur die Wahrheit ist. Niemals das Lügen, immer nur die Wahrheit. Und deswegen sagte Ka'b ibn Malik am Ende dieser langen Überlieferung, مَا أَنْجَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الصِّدْقِ. Das Einzige, was mich an jenem Tag gerettet hatte, war die Ehrlichkeit gewesen. War die Wahrheit gewesen. Und das ist eine Lehre, welche jeder von uns in seinem Leben immer wieder benötigt. Es gibt viele Menschen, die glauben, sie würden durch die Lüge und durch das Lügen in ihrem Leben vorankommen. Sie würden sich dadurch Vorteile schaffen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wie man so schön im Deutschen sagt, Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Und genauso auch ist es aus islamischer Sicht. Das Lügen wird dir nichts bringen. Du magst zwar für einen kurzen Moment einen Vorteil erlangt haben, aber langfristig gesehen, sowohl in der Dunya als auch bei Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du nur Nachteile haben. Und der schlimmste Nachteil von allen ist, dass wenn du immer wieder lügst, du irgendwann einmal bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner niedergeschrieben wirst. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, innal kathiba yahdi ila al-fujur. Das Lügen führt zum Frevel. Wa innal fujura yahdi ila al-nar. Und der Frevel führt zum Höllenfeuer. Wa innal rajula la yakthib wa yataharra al-kathib hatta yuktaba inda Allahi kathaba. Und eine Person lügt so lange, und strebt danach zu lügen, bis sie bei Allah als Lügner niedergeschrieben hat. Und stellt euch mal vor, Allah Ta'ala, er droht den Lügnern immer wieder im Koran, indem er sagt, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor bewahren. Wehe an jenem Tag den Verleugnern, ja, von Kadhib und Lügnern, diejenigen, die verleugnen und diejenigen, die auch lügen. Und Allah Ta'ala, er sagt, dass wir uns nur mit den ehrlichen und wahrhaftigen umgeben sollen. Ja, ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Und seid mit dem Wahrhaftigen. Das ist direkt der Vers, der nach dem Vers über die drei kommt in Surat At-Tawbah. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu unseren heutigen Themen. Es gibt noch ein Thema, was wir nicht besprochen haben, was ich auf dem Rückweg von der Schlacht von Tabuk und auch auf dem Hinweg dorthin abgespielt hat. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und dann werden wir uns heute, insha'Allah ta'ala, mit dem Islam des Stammes der Thaqif beschäftigen. Und wenn wir die Zeit noch haben, insha'Allah ta'ala, mit dem Tod des Oberhauptes der Heuchler, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Beginnen wir, insha'Allah ta'ala, mit dem ersten Thema. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Hinweg zu Tabuk gewesen ist,
spielte sich etwas im Hintergrund ab. Und zwar gab es eine Gruppe von Heuchlern, welche sich versammelt hatten, um einen Mann, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam übers Äußerste oder aufs Äußerste hasste und verabscheute. Dieser Mann hieß Abu Amir al-Rahib. Abu Amir al-Rahib. Abu Amir al-Rahib war jemand gewesen, der in der vorislamischen Zeit zum Christentum übergetreten war. Und er genoss hohes Ansehen unter den Medinensern. Er war selbst Medinenser gewesen und gehörte zu dem Stamm der Khazraj. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann in Medina ankam, haben die Leute nicht mehr auf ihn gehört, sondern sie wurden alle Muslime. Er selbst war nicht überzeugt gewesen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet war und versuchte die Menschen daran zu hindern, was ihm aber nicht gelang. Er wanderte nach Mekka aus, blieb unter den Muschrikun, hat immer wieder versucht, auch die Muschrikun, die Götzendiener, die Mekkaner gegen die Muslime aufzuhetzen. Und nicht nur das, sondern er ging sogar nach Ash-Sham, dort, wo die Byzantiner die Vorherrschaft hatten, und sprach auch mit Herakl, dem Herrscher Byzanz, und versuchte ihn dazu zu bringen, dass er eine Armee nach Medina schickt, um die Muslime zu bekämpfen. Er bekam auch eine gute Antwort. Wir werden uns darum kümmern. Aber diese Antwort war nicht wirklich ernst gemeint gewesen. Einfach nur, man hat versucht, ihn dann ein Versprechen zu geben, was aber nie eingehalten wurde. Abu Amr al-Rahib, er versuchte es weiterhin, indem er immer wieder Kontakt aufnahm zu Heuchlern in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt relativ zum Ende hin, also im Jahr 9 nach der Hijra, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit beschäftigt gewesen war, die Leute vorzubereiten auf die Schlacht von Tabuk, worüber wir ja sehr, sehr ausführlich gesprochen hatten, hat er mit einigen Heuchlern verabredet, dass sie in Quba, und Quba liegt ja in der Nähe von Medina und ist heute ein Teil von Medina, also ungefähr 2,5 oder 3 Kilometer entfernt von Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, braucht ungefähr eine halbe Stunde, 45 Minuten zu Fuß, um dort hinzulaufen. Und das ist die erste Moschee im Islam. Masjid Quba ist die erste Moschee im Islam. Wir können uns vielleicht daran erinnern, ihr kennt auch die Geschichte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Mekka kam, blieb er erst einmal für 5 Tage in Quba. Von Montag bis Freitag. Und innerhalb dieser 5 Tage errichtete er eine Moschee. Masjid Quba, die erste Moschee, welche im Islam überhaupt errichtet wurde. Und hat sich dann am Freitag nach dem Fajr-Gebet auf den Weg gemacht Richtung Medina, wobei er auf dem Weg dann circa 1 Kilometer entfernt von Quba auf dem Weg zu Medina hin das erste Freitagsgebet im Islam vollzog, wo heute eine Moschee ist, die daran erinnert, in der eigentlich nicht gebetet wird, aber wo daran erinnert wird, und zwar Masjid al-Jumu'ah. Und was haben jetzt die Heuchler gemacht, welche sich um Abu Amir al-Rahib, der ja kein Muslim gewesen war, versammelt hatten? Und zwar, sie haben in der Nähe von Quba, Masjid Quba, haben sie eine zweite Moschee errichtet. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass es viele Leute gibt, die nicht laufen können, die schwach sind, und dementsprechend bräuchte man eine zweite Moschee in Quba. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er auf dem Weg nach Tabuk gewesen war, marschiert er an Quba vorbei. Es sind ja nur 3 Kilometer, ist ja nicht viel. Und einige kamen dann von den Heuchlern zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, ja Rasulallah, willst du nicht in unserer neuen Moschee beten? Wir haben sie extra errichtet für die Schwachen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete daraufhin, inna ala safar, wir sind gerade auf der Reise, walakin idha rajana inshallah, aber wenn wir inshallah zurückkehren, dann werde ich inshallah dort beten, subhanallah. Allah ta'ala, er bewahrte den Propheten sallallahu alaihi wasallam davor, in dieser Moschee, über die später der Koran sprechen sollte, zu beten. Und jetzt befindet sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Rückweg. Und einen Tag bevor er in Quba ankommt, kommt Jibril alaihi salam auf ihn herab. Und er offenbart ihm Verse, in denen er
ihm verbietet, sallallahu alaihi wa sallam, in dieser Moschee zu beten. Warum? Weil es eine Moschee ist, welche nur einen einzigen Grund hat, nämlich den Muslimen zu schaden und die muslimische Gemeinschaft zu spalten. Und hört euch mal jetzt folgende Verse an. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt folgendes. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدَنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allahu Akbar. Hört euch mal diese Verse an in der Übersetzung. Und es gibt jene, die eine Moschee erbaut haben, um Unheil, Nummer 1, also Dirara, Darar, Unheil, Schaden, wa Kufra, Unglauben, wa Tafriqan bayna al-Mu'minin, und Spaltung unter den Gläubigen zu stiften, wa Irsadan liman haraba Allah wa Rasulahu min qabl, und um einen Hinterhalt für den zu schaffen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führte, nämlich Abu Amr al-Rahib, den sie nur Al-Fasiq genannt haben, der Freveler, ja, warum? Weil er permanent gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam hetzte. Ja? وَلَا يَحْلِفُنَّ, und sie werden sicherlich schwören, إِنْ أَرَدَنَا إِلَّا الْحُسْنَ, wir bezweckten nur Gutes damit, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, doch Allah ist Zeuge, dass sie bloß Lügner sind. Und dann sagt Allah Ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَا, stehe nie zum Gebet darin in dieser Moschee. Allah Ta'ala, er verbot es unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam, diese Moschee zu betreten und in ihr zu beten. Warum? Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darin gebetet hätte, dann wäre das eine Art Legitimation. Der Prophet hat darin gebetet. Also wird keiner denken, oh, es handelt sich hierbei um einen Hinterhalt. Es handelt sich hierbei um eine Moschee, welche nur errichtet wurde, um die Muslime zu spalten und um Fitne, Zwietracht zu stiften zwischen den Muslimen und sogar den Islam zu bekämpfen. Eine Moschee, in der der Islam bekämpft wird. Allah Ta'ala, er nennt sie sogar Masjid, subhanallah. Er sagt nicht Baita, er nennt sie Masjid. Das heißt, es kann durchaus Gotteshäuser geben, welche mit der falschen Absicht errichtet werden. Wir werden gleich sehr, sehr viele Lehren daraus ziehen. Sehr, sehr viele und wichtige Lehren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. Eine Moschee, die vom allerersten Tag an auf Frömmigkeit gegründet wurde, ist wahrlich würdiger, um darin zu stehen zum Gebet. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. In ihr sind Männer, die sich gerne reinigen. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ, und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Und dann sagt Allah, guck mal, wie viele Verse Allah Ta'ala offenbart hat, nur wegen diesem Vorfall. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُوفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ist nun dieser besser, der sein Gebäude aus Furcht vor Allah und um sein Wohlgefallen gegründet hat, oder jener, der sein Gebäude auf den Rand einer wankenden und der spülten Sandbank gründete, die mit ihm in das Feuer der Jahannam gestützt ist? Und Allah weist nicht dem frevelhaften Leuten den Weg. Und dann, لَا يَزَالُ بُنْيَانَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Das Gebäude, das sie errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel in ihren Herzen zu erregen, bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Und Allah ist allwissend, allweise. Vier Verse, Allahu Akbar. Eine halbe Seite, welche sich nur mit diesem sogenannten Masjid al-Dirar beschäftigt. Was macht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam daraufhin? Anstatt in ihr zu beten, riss der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Gebäude nieder. Aus welchem Grund? Um Schaden zu verhindern. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Er macht das als Staatsführer, also nicht als einzelne Person, sondern als jemand, der das Recht dazu hat, etwas, was der Gesellschaft schadet, dann auch zu beseitigen. Weil das ist die Aufgabe eines Muslims. Wenn er die Möglichkeit hat, Munkar, das heißt Übel, etwas, was die Gemeinschaft spaltet, zu verhindern, dann muss er das machen.
Das ist seine Pflicht und seine Aufgabe. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er handelte direkt und er riss dieses Gebäude nieder, was eigentlich eine Moschee gewesen ist. Ein Ereignis, subhanallah, aus dem wir sehr, sehr viele Lehren ziehen können, auch für unsere heutige Zeit. Erst einmal zeigt es uns auf, dass nicht alles, was gut gemeint ist, auch gut sein muss. Auf Arabisch sagen wir, Al-Ghayatu la tubarriru al-Wasila. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und es gibt leider viele Geschwister, die darauf reinfallen. Sie sehen jemanden, der macht etwas, was äußerlich islamisch aussieht, was aber an sich falsch ist. Und versuchen es dann zu verteidigen und sagen, das sind doch unsere Brüder, die machen doch etwas Gutes, die arbeiten doch für Allah subhanahu wa ta'ala, ja, aber ihre Handlung an sich ist falsch. Und deswegen, wir haben zwei Voraussetzungen dafür, dass die Handlung angenommen werden. Einmal, die richtige Absicht, das ist Nummer eins. Und zweitens, dass es entsprechend der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist. Das sind die beiden Grundlagen. Und sie haben eine Moschee errichtet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hätte auch einfach sagen können, wir lassen die Moschee stehen, ja, und wir schauen einfach, dass wir jetzt den Zweck wieder gut machen. Aber nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte klar und deutlich ein Exempel statuieren und aufzeigen, dass jegliche Form von Fitna, selbst wenn es in Form einer Moschee sein sollte, zu beseitigen ist. Jegliche Form von Fitna. Alles, was in irgendeiner Weise die Gemeinschaft spalten könnte, muss beseitigt werden. Allah subhanahu wa ta'ala ernennt vier Dinge. Vier Dinge, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht in dieser Moschee beten sollte. Einmal, dirar, Schaden, Übel, Unheil. Es wird Schaden gestiftet im Allgemeinen. Dann, Nummer zwei, es wird Kufr verbreitet. Falsche Vorstellungen über den Islam werden verbreitet. Drittens, ganz wichtig, die Gemeinschaft wird gespaltet und es ist ein Ort, wogegen die Muslime aufgehetzt wird. Wogegen die Muslime aufgehetzt wird und wo Leute Platz finden, welche den Islam bekämpfen. Das erinnert uns so ein bisschen an einige sogenannte Moscheen, die wir heutzutage haben, sogar in Berlin. Ich möchte keine Namen nennen, ja, aber es ist relativ eindeutig. Ich meine, wenn man Leute in seine Moschee lässt, in seine, in Anführungsstrichen, Moschee, welche eindeutig gegen Allah und den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hetzen, ja, und dann sagt, das ist eine Moschee. Und wir machen das ja nur im Namen des Dialogs und um offen zu sein, weiß ich nicht was. Ich glaube, die meisten von euch wissen sicherlich, wen ich meine. Aber ich möchte keine Namen hier nennen, insha'Allah ta'ala. Ja? Also, fällt genau darunter, subhanallah. Genau darunter, Masjid Dirar. Es geht nur um eine Sache. Es geht darum, ja, die Muslime zu bekämpfen und die Muslime zu spalten und einen Hinterhalt zu sein, ja, für diejenigen, welche Allah und welche den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit allen Mitteln bekämpfen. Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er zeigt uns auf mit diesen Versen, ja, und auch das Handeln unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass man als Muslim strikt vorgehen muss gegen Menschen, die versuchen, die Gemeinschaft zu spalten. Und das gibt es leider immer wieder. Es gibt leider immer wieder Geschwister, welche versuchen sogar innerhalb einer Moschee die Moscheegemeinde zu spalten, indem sie die eine Gruppe gegen die andere aufhetzen. Und da ist es die Aufgabe der Muslime, strikt dagegen vorzugehen. Weil wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gemeinschaft gespalten wird. Immer wieder haben auch die Sahabe gezeigt, das haben sie von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelernt, dass die Spaltung etwas Schlechtes ist. Ich nenne euch nur ein Beispiel. Und zwar das Beispiel von Abdullah ibn Mas'ud während der Hajj in der Zeit von Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, er hat etwas getan während der Hajj, für die er verantwortlich war, was zuvor weder Umar noch Abu Bakr noch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Weiß jemand was? Er hat die Gebete in Mina und in Arafa und in Muzdalifa vollständig gebetet, nicht verkürzt. Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, das ist falsch. Das ist gegen die Sunna. Aber als er da mitgebetet hat, hat er so gebetet wie Uthman.
Uthman hat ja seine Begründung gehabt. Er sagte, die Leute, die kommen von weit her, sie sehen die Muslime, die den Islam direkt vom Propheten gelernt haben, sallallahu alaihi wa sallam, vielleicht nur einmal in ihrem Leben. Und wenn sie dann sehen, ah, die beten ja nur 2-2-2, dann könnten sie denken, das Gebet besteht wirklich nur aus 2 Raka. Das war auch durchaus eine Argumentation. Die meisten Sahabe sagten, aber so sollten wir es nicht machen. Das ist nicht das richtige Argument. Und dann haben sich die Leute gewundert über Abdullah ibn Mas'ud. Oh, ibn Mas'ud, auf der einen Seite kritisierst du Uthman und sagst, das ist falsch. Und auf der anderen Seite betest du aber so, wie er das macht, in der Gemeinschaft. Wie antwortete Ibn Mas'ud? Was war seine Antwort gewesen? Weiß jemand? Was war seine Antwort gewesen? Al-Khilafu Shar. Die Spaltung, er meinte die Spaltung, diese Uneinigkeit, ist etwas Schlechtes. Subhanallah. Das heißt, ich kann als Muslim sogar etwas machen, von dem ich nicht so richtig überzeugt bin, um die Einheit der Muslime zu wahren. Um die Einheit der Gemeinschaft zu wahren. Ja, das ist durchaus üblich. Und das sagen im Übrigen fast alle Gelehrte. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel aus unserer heutigen Zeit, damit es ein bisschen deutlicher wird. Wenn es um die Frage geht, wann beginnt Ramadan? Da gibt es ja jedes Jahr immer wieder diesen Streit. Berechnung, Nichtberechnung etc. Was sagen die Gelehrten diesbezüglich? Auch die Gelehrten, die eine andere Meinung befolgen, als vielleicht jetzt hier von vielen Moscheen in Deutschland gemacht wird, dass man nach der Berechnung geht. Ja? Sie sagen immer wieder, haltet euch an die Gemeinschaft. Weil das ist das, worauf es ankommt, dass die Muslime gemeinsam in einem Land, in einer Stadt, in einer Moscheegemeinde das Fasten beginnen und gemeinsam auch das Fasten beenden. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und deswegen müssen wir immer wieder aufpassen vor den Spaltern. Welche wegen solcher Dinge, solcher Furu', Zweigfragen in der Religion, bereit sind, die Gemeinschaft aufeinanderzureißen. Und zu sagen, ja, das sind keine richtigen Muslime. Warum? Weil sie befolgen eine Bid'a-Meinung. Sie befolgen nicht die richtige Meinung. Sie machen alles falsch. Nein! Ja, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Wir müssen aufpassen. Und leider gibt es auch Moscheegemeinden, ja, welche nichts anderes zu tun haben, als gegen andere Moscheegemeinden zu hetzen. Das ist ebenfalls eine Form von Dharar, von Schaden, den man anderen zufügt. Ich möchte das nicht Masjid Dirar nennen, aber es ist eine Form von Dharar, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen. Am Ende, ja, sind wir eine Gemeinschaft. Und wir müssen darauf Acht geben, dass wir versuchen, diese Gemeinschaft zu bewahren vor dem Auseinanderspalten. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu dem zweiten Teil. Nämlich der Islam des Stammes der Thaqif. Ihr könnt euch erinnern, dass wir vor 2 Wochen oder 3 Wochen über die Belagerung von At-Ta'if gesprochen haben. Und welcher Stamm hat in At-Ta'if gelebt? Der Stamm der Thaqif. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie belagert gehabt. Er hat die Belagerung dann aufgegeben, sallallahu alaihi wa sallam. Und die Thaqif, sie waren weiterhin Mushrikun. Sie haben den Islam nicht angenommen. Aber die Thaqif merkten jetzt, die gesamte arabische Halbinsel wendet sich dem Islam zu. Sie stehen allein da. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie wir auch letzte Woche aufgezeigt hatten und auch vor 2 Wochen schon mal gesagt hatten, er wurde ja von einigen Sahaba gefragt und die zu ihm sagten, ja, Rasulullah, ud'u ala Thaqif, mach mal Dua gegen die Thaqif. Stellen die sich gegen dich. Ja, damals, als du noch in Mekka warst und jetzt, immer wieder die Thaqif. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte dann folgendes Dua, Allahumma hdi Thaqifa wa ati bihim. O Allah, leite die Thaqif recht und lass sie zu uns kommen. Und subhanallah, kurze Zeit später sollte Allah subhanahu wa ta'ala das Dua unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam erhören. Und zwar schickten die Thaqif eine Delegation nach Medina. Und als dann die Sahabe diese Delegation sahen, rannten sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und sie freuten sich darüber, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese tolle Nachricht überbringen zu können. Und Al-Mughira ibn Shu'bah und Abu Bakr as-Siddiq wetteiferten. Jeder wollte der Erste sein. Und subhanallah, das lehrt uns was? Ja, immer wieder dieses Wetteifern, um gute Nachrichten zu verbreiten, nicht schlechte Nachrichten. Es gibt manche, subhanallah, ja, die wetteifern darin, der Erste zu sein, wenn es um schlechte Nachrichten geht.
immer gleich an erster Stelle. Und die Sahabe waren genau umgekehrt gewesen. Sie haben gewetteifert, wenn es darum ging, gute Nachrichten zu verbreiten. Deswegen, sie haben gewetteifert und dann sagte Al-Mughira, okay, khalas, ja, Abu Bakr, du darfst, du hast den Vorrang. Du bist so und so Abu Bakr, ja, der immer an erster Stelle steht. Und Abu Bakr kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er überbrachte ihm die frohe Botschaft, weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war sehr erfreut darüber gewesen. Es war sein Wunsch gewesen, dass sie Muslime werden. Er wollte nicht, dass irgendein Stamm, ja, am Unglauben festhält oder dass sie vom Weg abkommen oder dass sie vernichtet werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Ziel war immer gewesen, die Menschen recht zu leiten und nicht die Menschen vernichten zu lassen oder zu verfluchen, wie es heutzutage einige machen immer wieder. Ja, möge Allah ihr Recht immer vernichten. Kennt ihr das? Ja, von einigen Brüdern, ja, und einigen Geschwistern, ja? Immer wieder gleich. Möge Allah ihr Recht immer vernichten. Was ist das? Ja. Hat unser Prophet sallallahu alaihi so ein Dua, aber ich kenne so ein Dua nicht von unserem Propheten zu Hause. Ja? Er hat immer versucht, sich einzusetzen für die Menschen, dass sie Hidayah bekommen. Und das sind nicht irgendwelche Leute gewesen, das sind Leute gewesen, die ihn wirklich bekämpft hatten. Ich meine, der schwerste Tag in seinem Leben war, er auf sie zurückzuführen. Als er vertrieben wurde durch sie, mit Stein beschmissen wurde. Immer wieder haben sie ihn bekämpft, mit Waffen. Nicht einfach nur mit Worten, mit Waffen haben sie ihn bekämpft. Sie haben versucht, den Islam zu vernichten. Aber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam lag so viel daran, dass sie Hidayah bekommen. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Wir haben dich nur als Rahma, als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. للعالمين. Und auf jeden Fall freute sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Delegation, ja, der Thaqif. Und was machte er sallallahu alaihi wa sallam? Er ließ für sie Zelte errichten, damit sie unterkommen können. Und sie blieben dann einige Tage in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die Thaqif waren sehr hartnäckig gewesen, subhanallah. Sie haben den Islam nicht sofort angenommen. Sie haben es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam wirklich schwer gemacht. Sodass sie am Tag, also in der Nacht sind sie zu ihren Zelten gegangen und am Tag blieben sie in der Moschee des Propheten, sodass sie immer wieder das Gebet beobachten konnten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er stand den ganzen Tag und hat mit ihnen gesprochen, hat Da'wah gemacht. Und es wird überliefert, dass er so lange gestanden hat, bis er immer wieder ein Bein anheben musste. Vor Anstrengung. Kennt ihr das? Ja? Wenn ihr lange steht, dann irgendwann mal könnt ihr nicht mehr stehen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam musste immer wieder ein Bein anheben, weil er sie unbedingt überzeugen wollte. Aber sie ließen sich nicht so einfach überzeugen, subhanallah. Es gab einen unter ihnen, der hieß Uthman ibn Abi al-As. Er war der Jüngste gewesen. Und er musste immer am Tag bei den Zelten bleiben, damit er auf die Sachen aufpasst. Und immer dann, wenn dann die Leute zu ihren Zelten zurückkehrten, ging er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, um vom Propheten etwas zu lernen. Und er war der Jüngste gewesen. Und wenn der Prophet keine Zeit hatte, ging er zu Abu Bakr as-Siddiq. Und dies erfreute den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sollte es später damit belohnen, dass er dann verantwortlich gewesen war, obwohl er der Jüngste gewesen ist für die Thaqif, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Und auf jeden Fall, ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie versucht zu überzeugen, ja. Und sie haben dann versucht zu verhandeln. Sie waren noch nicht richtig überzeugt gewesen, aber sie haben dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht werden wir Muslime, aber wir haben einige Bedingungen. Dann meinten sie, ja Rasulullah, was ist mit Zina? Dürfen wir nicht Zina machen? Ich meine, wir sind immer auf Reisen, haben lange Reisen vor uns und wir sind dann alleine. Wir halten das nicht aus, ohne Sinne. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna qawmun uzzabun bi-gharb. Ja, wir sind ledig, ja, haben keine Frauen bei uns, deswegen können wir nicht anders, das sind wir gewohnt. La budda lana minhu, das müssen wir unbedingt machen. Wa la yasbiru ahaduna ala al-uzba. Und keiner von uns hält es aus alleine. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, huwa mimma harram Allahu ala al-muslimin. Das ist etwas, was Allah Ta'ala den Muslimen verboten hat. Der Prophet ist klar gewesen. Klar und deutlich. Und dann zitierte er die Worte Allahs, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Und nähert euch nicht dem Zina. Es handelt sich um etwas Unzüchtiges, etwas Verwerfliches und um einen falschen Weg. Und dann fragten sie, أَرَأَيْتَ الرِّبَى? Was ist mit Riba, o Gesandter Allahs? Er sagte, Riba haram, Riba ist haram. Ja, Zinsen und Wucher sind haram. Dann sagten sie, فَإِنَّ أَمْوَالَنَا كُلَّهَا Riba. Alle unsere Vermögen bestehen aus Zinsen und Wucher.
Woraufhin der Prophet sagte, Lakum ru'usu amwalikum. Ihr könnt euer Kapital nehmen, aber alles, was darüber hinaus ist, dürft ihr nicht. Und dann zitierte er die Worte Allahs, Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und unterlasst, was an Riba übrig geblieben ist, wenn ihr gläubig seid. Und haben sich mit was anderem versucht. Dann wenigstens eine Sache, afara'aytum al-khamr, afara'ayt al-khamr, wenigstens Alkohol, Wein. فَإِنَّهَا عَصِيرُ أَعْنَابِنَا لَبُدَّ لَنَا مِنْهَا. Ja, das ist sozusagen, das ist der Saft, ja, von unseren Weinstöcken. Ja, das brauchen wir, können nicht ohne Wein, geht nicht. Woraufhin er sagte, فَإِنَّهَا اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا. Allah hat auch das verboten. Das war ja schon alles relativ am Ende gewesen, subhanallah. Und dann zitierte er die Worte Allahs aus Surat al-Ma'idah. Ja, ayyuha alladhina amanu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O, die ihr glaubt, ja, wahrlich, der Alkohol, also Rauschtrank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind Gräuel von den Taten des Satans. So bleibt davon fern, meidet das, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist bei der Vorstellung des Glaubens klar und deutlich gewesen. Klar und deutlich. Er hat seinen Glauben nicht verändert, damit Leute den Islam annehmen. Er hat nicht gesagt, ich mache jetzt mal für euch den Glauben schön, sozusagen einfach, damit ihr das akzeptiert, sondern er ist klar und deutlich gewesen. Das sind die Dinge, welche für einen Muslim verboten sind. Und hieraus lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, wenn wir Da'wah machen mit den Menschen, müssen wir unsere Religion so darstellen, wie sie ist. Es gibt leider einige, wenn sie Da'wah machen oder im Dialog sind, dass sie ihnen versuchen, die Dinge zu beschönigen. Aus ihrer Sicht zu beschönigen. Unsere Religion ist schön, sie muss nicht beschönigt werden. Ja, aber sie versuchen dann Sachen, ja, das ist ja nicht so streng, muss man nicht so ernst nehmen. Und dann lassen sie von einigen bestimmten Dingen ab, ja, sogar die zu den Fundamenten des Glaubens gehören, nur damit die anderen sie vielleicht akzeptieren in diesem Moment. Es gibt dann Leute, die sagen, gerade wenn es um den Dialog geht, ja, alle Religionen führen ja zu Gott. Und wir als Muslime, ja, wir glauben nicht unbedingt daran, dass der Islam der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Was natürlich völliger Unsinn ist. Natürlich glauben wir Muslime daran, dass der Islam der einzige Weg ist, der zu Gott führt. Warum machen wir dann Da'wah? Ich meine, wenn alle Wege zu Gott führen, ja, warum machen wir Da'wah? Warum laden wir die Menschen zum Islam ein? Wozu überhaupt diese ganze Sache? Ist doch egal, dann sollen die Christen Christen bleiben, die Juden Juden bleiben. Ja, jeder Weg doch führt doch zu Gott. Es kommt nur auf die guten Taten an. Nur damit die Leute uns akzeptieren. Das ist der falsche Weg. Sei ehrlich mit den Menschen. Zeig ihnen auf, wir glauben daran, dass das der Weg ist, der zu Allah führt, aber wir respektieren jeden anderen Glauben. Wir zwingen niemanden, dass er Muslim wird. Wir lassen jeden das glauben, was er möchte. Und wir haben Respekt davor. Selbst in einem islamischen Land haben wir Respekt davor. Wir unterdrücken nicht die Menschen in ihrem Glauben. Jeder kann glauben, was er möchte. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Aber gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass der Islam der einzige Weg ist, der zu Allah führt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist diesbezüglich klar und deutlich gewesen. Er hat ihnen nicht gesagt, jetzt könnt ihr das alles machen, das ist nicht verboten. Das ist verboten. Und sie mussten jetzt überlegen, okay, wie gehen wir damit um? Es gibt aber einen anderen Aspekt, auf den ich jetzt hier eingehen werde, bevor ich das vergesse. Und zwar, was ist aber, wenn jemand sagt, ich schaffe das noch persönlich nicht? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ja hier allgemein gesprochen. Was aber, wenn jemand sagt, ich schaffe das persönlich noch nicht? Ich schaffe es noch nicht, alles einzuhalten. Das ist was anderes, als wenn ich ihm sage, ja, das ist was anderes, als wenn er sagt, ich glaube daran nicht, dass das verboten ist. Oder ich kann das nicht akzeptieren. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was jemand machen kann am Anfang und zwischen dem, ja, was der Islam ist. Ich kann nicht den Islam verändern für jemanden anderen. Aber ich kann jemandem sein eigenes Tempo lassen, indem ich ihm sage, guck mal, ja, du kannst dich langsam herantasten. Du bist neuer Muslim, ja, du kannst versuchen, langsam die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala zu praktizieren. Und in diesem Sinne müssen wir einige authentische Hadithe verstehen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einigen Leuten erlaubt hat, dass sie nur zweimal am Tag beten. Es gibt authentische Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das akzeptiert hat. Und als er dann gefragt wurde, o Gesandter Allahs, wie kannst du es ihnen erlauben? Dann sagte er, du wirst sehen, die werden kommen und sie werden all diese Dinge selbst verrichten.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihnen wirklich die Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Tempo zu finden. Aber er hat niemals die Religion an sich verändert. Ganz, ganz wichtig. Wenn jemand mich fragt über den Islam, ist eigentlich Kopftuch für eine Frau Pflicht? Kann ich ihm nicht sagen, nein, ist keine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Aber wenn sie mich dann dieses Mädchen fragt oder diese Person fragt, aber muss ich sofort Kopftuch, dann sage ich, nein, nimm dir Zeit. Du musst deinen eigenen Weg finden. Ich meine, wie viele muslimische Frauen gibt es, die kein Kopftuch tragen? Und sind trotzdem muslimische Frauen? Wichtig ist erstmal die Schahada. Und wir wissen, dass das Gebot des Kopftuches erst wann kam? Ja, erst in Medina. Einige Jahre sogar, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon in Medina gelebt hat. Also viele der muslimischen Frauen, ja, haben den Islam angenommen und hatten noch nicht den Hijab vollständig getragen und waren trotzdem Muslime gewesen. Jeder muss sein eigenes Tempo finden. Aber ich kann niemals sagen, du, ja, nur deinetwegen, ja, ist das Kopftuch keine Pflicht oder Hijab ist keine Pflicht. Nein, das ist der Islam. Und den Islam werden wir nicht verändern. Für irgendjemanden. Weil der Islam so, wie er ist, vollkommen ist, perfekt ist, schön ist. Und genau das tat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und auf jeden Fall haben sie dann hin und her überlegt, ja, und dann haben sie das irgendwann einmal akzeptiert. Und dann meinten sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, guck mal, wie sie verhandelt haben, subhanallah, ja. Aber ihr werdet sehen, subhanallah, was dann daraus geworden ist, ja. Und dann meinten sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, Rasulallah, okay, wir können das alles annehmen, aber wir haben eine Götze bei uns, die heißt Ar-Rabba. Die heißt die Ar-Rabba, die Herrin. Ja, das ist unsere Götze. Ara'ayta Ar-Rabba. Wie sollen wir damit umgehen? Woraufhin er sagte, sie muss zerstört werden. Wenn ihr Muslime seid, dann muss sie zerstört werden. Und dann sagten sie, hey, halt, das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Hey, halt, das ist weit weg. Das können wir nicht umsetzen. Die Leute werden das nicht akzeptieren. Sie werden das nicht annehmen. Dann sagten sie zum Propheten, okay, gib uns 3 Jahre. Und dann machen wir, zerstören wir sie. Der meinte er, nein. 2 Jahre, er meinte nein. 1 Jahr, er meinte nein. 2 Monate, nein. 1 Monat, nein. Sofort. Dann haben die gemerkt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, was diese Angelegenheit betrifft, das Fundament des Glaubens, strikt, klar und deutlich. Und daran sollte etwas Gutes liegen, wie wir gleich sehen werden. Und dann meinten sie, dann übernimm du diese Sache. Dann meinte er, okay, ich übernehme das. Sie sind dann zurückgekehrt als Muslime. Und jetzt schickt der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Delegation, welche die Aufgabe hat, diese Götze zu zerstören. Welche die Aufgabe hat, diese Götze zu zerstören. Ah, ich habe noch etwas vergessen. Und zwar haben sie dann auch gefragt, ob sie sozusagen dann erst einmal nicht beten müssen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, la khayra fi dinin la salata fi, ja, was ist das für eine Religion? Keine gute Religion, in der es kein Gebet gibt. Jetzt muss man sich vorstellen, es gibt Muslime heutzutage, die nicht beten. La khayra fi dinin la salata fi. Es liegt nichts Gutes in einem Glauben, in dem es kein Gebet gibt. Und es gibt Muslime, die freiwillig von sich aus nicht beten und sich Muslime nennen. Dann kann man sich vorstellen, ja, was das für ein Widerspruch ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickte jetzt die Thaqif zurück. Und er schickte jetzt zu ihnen eine Delegation, in der unter anderem wer gewesen ist? Al-Mughira ibn Shu'bah. Und Al-Mughira ibn Shu'bah ist ein kleiner Spaßvogel gewesen, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah. Und Al-Mughira ibn Shu'bah, er hatte die Aufgabe gehabt, und das war unter der Führung von Khalid ibn Walid, mit ihnen waren unter anderem Abu Sufyan ibn Harb gewesen, der ja erst vor kurzem Muslim geworden ist. Und sie schickten, ja, jetzt diese Gruppe nach At-Ta'if, damit sie was übernehmen? Die Zerstörung von Ar-Rabba, ihre Götze, welche sie angebetet haben. Und dann sagte Al-Mughira zu den Leuten, die um ihn herum sind, ich werde mir einen kleinen Spaß erlauben. Alle von euch, die den Film Ar-Risala gesehen haben, ja, die kennen das. Ja, das ist auch ein Teil, sozusagen eine Szene in diesem Film. Und zwar, ich werde mich ein bisschen lustig machen über die Thaqif, weil die Leute haben sich versammelt. Und es gab ja den Mönch oder den Priester, der verantwortlich gewesen war für diese Götze. Und er sagte, Ar-Rabba wird euch bestrafen und ihr werdet das sehen. Und er fing dann an, sie zu zerkleinern. Und plötzlich sagte er, ah! Und tat so, als würde er herunterfallen. Und dann sagte der Priester, seht ihr, das ist die Strafe.
Das ist die Strafe dafür, dass ihr Ar-Rabb versucht habt zu zerstören. Woraufhin dann Al-Mughira ibn Shu'ba aufstand und zu ihnen sagte, Qabbahakumullah, ya ma'ashar al-Thaqif. Ja, Qabbahakumullah, so eine Art wie so ein Fluch gegen die Leute der Thaqif. Innama hiya luka'u hajar, wa madar, das sind nur Steine. Fa'aqbilu afiyatallahi wa'abuduh. Ja, so wendet euch Allah subhanahu wa ta'ala zu und dient Allah subhanahu wa ta'ala allein. Dieser Priester von der Götze, er hat nicht aufgegeben, er hat gesagt, wartet ab. Wenn er an das Fundament kommt, dann werdet ihr schon sehen, dann wird er eben vom Boden verschluckt werden. Und dann kam er an das Fundament und das Einzige, was sie gefunden haben, subhanallah, ist was gewesen? Sind Schätze gewesen. Schätze, welche die Priester dort vergraben hatten für sich selbst. Als sie Thaqif das gesehen haben, mit ihren eigenen Augen, wie ihr Gott, den sie angebetet haben, vor ihren Augen zerstört wird. Und dann gesehen haben, was für Schätze unter dieser Götze begraben lagen, haben sie dann gemerkt, dass sie die ganze Zeit über wirklich nur einen Schein angebetet haben. Und das hat alles verändert, subhanallah. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie die Götzen oder die Götze, welche sie ihr Leben lang angebetet hatten, vor ihren Augen zerstört wurde. Und subhanallah, obwohl die Thaqif so hartnäckig gewesen sind, immer wieder versucht haben, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhandeln und wirklich lange gebraucht haben, um den Islam anzunehmen, sind gerade sie diejenigen gewesen, welche dann nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam am gefestigsten im Glauben gewesen sind. Während viele arabische Stämme vom Islam abgefallen sind, sind die Thaqif standhaft geblieben. Und das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, dass Menschen, die vielleicht am Anfang hartnäckig sind, die viele Fragen stellen, welche sie beantwortet bekommen möchten, wenn sie dann aber erst einmal überzeugt sind, dass sie dann auch wirklich gefestigt sind. Und das sieht man immer wieder von Menschen, die wirklich lange fragen. Und dass gerade auch Menschen, die vielleicht ganz schnell Muslime werden, unüberlegt, sich nicht vorher Gedanken gemacht haben, dann auch, wenn sie dann eine Frage bekommen, die sie nicht beantworten können, anfangen zu wanken. Warum? Weil sie sich nicht ausreichend mit dem Islam beschäftigt haben. Und die Thaqif, subhanallah, sie haben lange nachgedacht. Sie haben sich lange mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auseinandergesetzt. Sie haben sehr lange mit ihm diskutiert. Sie waren sich nicht sicher gewesen, aber als sie den Islam angenommen haben, subhanallah, waren sie gefestigt gewesen. Und auch nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind sie gefestigt gewesen. Das ist der Islam von den Thaqif. In diesem Jahr, subhanallah, sind dann auch viele andere Stämme zum Islam übergetreten. Wir werden uns damit auch noch auseinandersetzen, inshallah, insbesondere auch mit dem Wafd der Tamim, mit der Delegation der Tamim. Aber das werden wir heute nicht machen. Wir wollen uns heute noch, inshallah, ta'ala, mit einem dritten Punkt auseinandersetzen. Und zwar, im Jahre 9 nach der Hijra, im Monat Shawwal, die Thaqif sind im Monat Ramadan zum Propheten gekommen und haben auch noch einen Teil vom Ramadan mitgefastet. Einen Teil vom Ramadan mitgefastet im 9. Jahr nach der Hijra. Im Monat Shawwal, also einen Monat später, ist jetzt wer gestorben und zu seinem Schöpfer zurückgekehrt? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wir alle kennen den Namen und haben diesen Namen schon oft gehört. Das Haupt der Munafiqin. Ra'sul Munafiqin, Ra'sul Nifaq. Jemand, der den Prophet sallallahu alaihi wasallam mit allen Mitteln bekämpft hat. Wir erinnern uns daran, was er getan hat auf dem Rückweg von der Schlacht von Banu al-Mustalaq. Wer weiß das noch? Was hat er getan? Wer erinnert sich daran? Ja, hier sehen wir, wie wichtig die Sira ist, damit man die ganzen Ereignisse vor Augen hat. Was hat er getan? Und es wurde sogar eine ganze Sura diesbezüglich offenbart. Mustafa, du guckst gerade, als würdest du es wissen. Wissen das die Schwestern vielleicht? Welche Sura wurde offenbart? Auf dem Rückweg der Schlacht von Banu al-Mustalaq. Ja, Surat al-Munafiqun. Sagen, yaquluna in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha adhal. Wenn wir nach Medina zurückkehren, dann wird wer was machen? Der A'azz, also wir, die sozusagen die Mächtigen, die Stolzen, die eine hohe Stellung haben, werden die erniedrigten. Damit meinte er den Propheten zu Hause, ja,
und die Muslime und die Muhajirin, wir werden sie aus Medina vertreiben, wartet mal ab. Ja? La yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Was haben sie noch gemacht? Nicht nur das, auch auf dem Rückweg von Banu al-Mustadiq. Eine ganz schlimme Sache. Sie haben den Propheten sehr, sehr stark gekränkt und geschadet. Sie haben seiner Ehefrau Aisha vorgeworfen, dass sie Zina begangen hat. Mit wem? Mit Safwan ibn Mu'adh, einem edlen Gefährten unseres Propheten. Und woraufhin Allah Ta'ala einen langen Abschnitt in Surat An-Nur herabgesandt hat. Ja, inna alladhina ja'u bil ithki 'usbatun minkum. Ja, diejenigen, die mit dieser Lüge gekommen sind, dieser Verleumdung gekommen sind, sind eine Gruppe von euch. Und an der Spitze war wer gewesen? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِي تَوَلَّ كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ oder عَظِيمٌ أَلِيمٌ. Und derjenige, der sozusagen das, den Hauptteil übernommen hat, der bekommt eine peinigende Strafe. Also es war jemand gewesen, der immer wieder gehetzt hat gegen den Propheten. Wir können uns erinnern, der Schlacht von Uhud, was hat er da gemacht? Der Schlacht von Uhud, was hat er da gemacht? Wer weiß. Hat auch was Schlimmes gemacht. Was sogar beinahe dazu geführt hätte, dass die Muslime vernichtend geschlagen worden wären. Na, vergessen. Er ist mit seinem ganzen Stamm, es war ein Drittel der Armee gewesen, einfach zurückgekehrt, obwohl sie schon auf dem Weg nach Uhud gewesen sind. Und viele andere Dinge. Und subhanallah, jetzt stirbt er im Monat Shawwal im 9. Jahr. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, er hatte einen Sohn gehabt, der hieß ebenfalls Abdullah. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul. Sein Sohn war ein aufrichtiger Muslim gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er starb, er lag im Sterben, ging er noch einmal zu ihm, hat ihm eine Nasiha gegeben, aber er hat die Nasiha abgelehnt. Ist dann gestorben. Und dann kam sein Sohn zu ihm. Und er bat den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum, dass er seinem Vater sein Gewand geben soll, sodass er im Gewand des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestattet wird. Der Prophet sagte nicht nein, er gab es ihm. Allahu Akbar. Und nicht nur das, sondern er bat ihn darum, für ihn zu beten, das Janaza-Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er tat es. Dann kam Umar und er sagte, Ja Rasulallah, und er zog ihm, sagte, Ja Rasulallah, das ist ein Heuchler, ein Heuchler. Allah hat dir doch verboten, dass du für Heuchler betest. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dein Herr hat dir doch verboten, für ihn zu beten. Wir müssen sagen, wann Adhan ist, inshallah. Das sind 5 Minuten. Woraufhin dann der Prophet sagte, innama khayyarani Allah. Allah Ta'ala hat mich vor die Wahl gestellt. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mach für sie Istighfar oder kein Istighfar. In tastaghfir lahum 70 marra, falan yaghfir Allah lahum. Solltest du auch 70 Mal für sie Istighfar machen, so wird Allah Ta'ala ihn nicht vergeben. Und dementsprechend, sa'aziduhu ala 70. Ich werde mehr als 70 Mal für ihn Istighfar machen. Allahu Akbar. Was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer eine Barmherzigkeit und Güte in seinem Herzen hatte. Er wollte für jeden das Beste, selbst für jemanden, der ihn so bekämpft hatte. Selbst für jemanden, der die ganze Zeit versucht hat, gegen ihn zu hetzen, der ihn gehasst hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er betete, daraufhin hat Allah Ta'ala einen Vers herabgesandt in Surat At-Tawbah, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Und mache nie wieder für sie ein Gebet, wenn jemand von ihnen sterben sollte. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرٍ. Und stehe nicht vor ihrem Grab. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ. Sie haben Unglauben begangen gegenüber Allah und seinem Gesandten. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Und sie sind gestorben als Freveler. Erst danach machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Gebet mehr für die Heuchler. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, obwohl Abdullah ibn Ubay ibn Salul solch ein Feind des Islams gewesen ist, hat er trotz alledem versucht, für ihn das Beste zu tun. Was lernen wir daraus? Verschiedene Dinge. Erst einmal lernen wir daraus, ja, dass wir immer bestrebt sein sollten danach, für die Menschen das Beste zu tun. Uns immer wünschen, dass die Menschen Hidayah bekommen. Uns immer wünschen, dass die Menschen das Paradies betreten. Es darf niemals, ja, unsere Absicht sein, ah, der kommt jetzt in die Hölle. Nein, für ihn mache ich jetzt kein Dua. Nein, ja, er ist ein schlechter Muslim gewesen. Das überlassen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens,
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat Abdullah ibn Ubay ibn Salul geehrt. Warum? Weil sein Sohn ein aufrichtiger Muslim gewesen ist. Und es ist ganz normal, dass wenn jemand einen Vater hat, wenn dieser Vater schlecht sein sollte, dass er seinen Vater liebt. Das ist was ganz Natürliches. Es ist diese natürliche Liebe zwischen Vater und Sohn. Und der Islam ist nicht dagegen, wo er sagt, du darfst deinen Vater nicht lieben, nur weil er ein schlechter Mensch ist. Drittens, etwas ganz Wichtiges, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat keinen Takfir gemacht. Er hat niemanden aus dem Islam ausgeschlossen. Sogar als einige Sahabe gesagt haben, töte sie doch, die Heuchler. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wie antwortete er darauf? Er sagte, soll ich etwa die Muslime töten, sodass die Menschen im Nachhinein sagen, inna Muhammadin yaqtulu ashabe, Muhammad tötet seine eigenen Gefährten. Was lehrt uns das? Dass wir immer nach dem Äußeren gehen. Solange jemand den Islam, sich zum Islam bekennt und sagt, ich bin Muslim, selbst wenn sein Handeln schlecht sein sollte, selbst wenn er gegen die Muslime handeln sollte, ich mache kein Takfir. Ich sage, sein Handeln an sich ist heuchlerisch. Das, was er macht, ist gegen den Islam. Aber ich schließe niemanden aus dem Islam aus. Das, was wir heutzutage haben, ist, die Leute einfach ohne Grund die Menschen aus dem Islam ausschließen. Bei der Kleinigkeit, bei jeder Kleinigkeit und dann sogar einen Kettentakfir haben. Ja, weil er ihn nicht zum Käfer erklärt, ist er selbst ein Käfer. Und jeder, der ihn nicht zum Käfer erklärt, ist wiederum ein Käfer. Und so, dass die gesamte Menschheit ein Käfer ist, außer man selbst, ja, ist ein Muslim. Das ist etwas, was keine Grundlage in unserer Religion hat. Das sind die drei Dinge gewesen, über die ich heute, meine lieben Geschwister im Islam, mit euch sprechen wollte. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.